Erneut ist es in Frankreich zu einem Terroranschlag gekommen, nach der Enthauptung des Lehrers Samuel Paty im Zusammenhang mit Mohammed-Karikaturen aus Charlie Hebdo. Gibt es in Frankreich nun 3 weitere Tote. Laut Medienberichten ist in der Kirche Notre-Dame in Nizza am Donnerstag eine Frau geköpft worden. Ein Mann sei in der Kirche durch Messerstiche gestorben und ein weiteres Opfer vor dem Gotteshaus. Die Islamexpertin Seran Atesh betont, dass nicht alle Muslime empfindlich auf Mohammed-Karikaturen reagierten. Diejenigen, die empfindlich reagieren, das sind Menschen, die Andersdenkende, Andersglaubende nicht akzeptieren. Das sind unglaublich ego-getriebene Menschen, die Religion dazu benutzen, um ihre eigene Meinung, ihren eigenen Ego zu befriedigen. Für mich sind das Menschen jetzt auf der muslimischen Seite, Menschen, die dem politischen Islam folgen, die politische Ideen haben und die Religion als Ideologie benutzen für politische Macht und somit auch für Gier. Eine Tradition sei laut Seran Atesh vermutlich der Grund für die Ermordungen durch Enthauptung. Das hat sehr viel mit einer Tradition von Todesstrafen zu tun in islamischen Ländern, dass die Enthauptung und somit auch eigentlich eine Schächtung des Menschen stattfindet und deshalb auch hier bei diesen Taten inzwischen auch zu Enthauptungen gegriffen wird. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist angesichts der Geschehnisse davon überzeugt, dass sich der Islam als Religion weltweit in einer Krise befinde. Diese Meinung teilt Atesh nicht. Ich würde nicht sagen, dass der Islam in einer Krise steckt, sondern in den islamischen Ländern existiert nach wie vor keinerlei Demokratie und keinerlei Aufklärung über die moderne Gesellschaft. So gesehen kann man sagen, dass den islamischen Gesellschaften und den Regierungen die Einsicht darüber fehlt, dass zu einer globalisierten und modernisierten Gesellschaft es gehört, dass man sich modernisiert und aufklärt und Bildung verbreitet und Vielfalt akzeptiert. Die Bundesregierung hat einen neuen Bericht zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit veröffentlicht. Aus ihm wird deutlich, dass die Einschränkungen des Menschenrechts auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit weiter zunehmen. Markus Grübel, Bundestagsabgeordneter und Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit, erklärte, dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ein fundamentales Menschenrecht sei. Sie werde aber zunehmend in Frage gestellt. Grübel betonte, dass alle Glaubensgemeinschaften Verfolgung erlebten, die derzeitige Situation der muslimischen Uiguren in der Volksrepublik China aber besonders dramatisch sei. Neben dem Entwicklungsstand in 30 Ländern wurden in dem Bericht auch Themenfelder beleuchtet, durch die Religionsfreiheit besonders eingeschränkt würde.